Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. So, wir wollen jetzt hier Barrett und Heller, retten. Schauen uns hier nochmal um. Was wir als Komponenten nutzen können, nehmen wir auf jeden Fall mit. Das können wir auch wieder nutzen. Und hier müssen wir jetzt rein, ne? Schlechte Leute, schlechte Witze 1. Hatten wir ja schon mal gelesen. So. Mega, wie die Musik jetzt gerade ist. So. Ah, die brauchen wir nicht. Was ist das? Okay, Komponenten. Ich gehe aber... Industrielle Werkbank. Die nutze ich mal. So. Ah, okay. Hier können wir jetzt die Dinger herstellen. Das lassen wir aber noch. So. Und gehen jetzt mal hier durch. So. Noch eine Galaxiekatze. Und wir haben hier Cheddar Cracker. Wir müssen auch eigentlich ein bisschen was essen. Na, komm, ich will da ran. Okay, hier gibt es nichts. Ein Safe? Kann ich nicht knacken. Herz plus. Schaumstoffbecher. Wir brauchen definitiv bei uns im Schiff noch Werkstätten. Hm, hier noch ein bisschen Essen. Behälter mit Müsli. Ein Kaffee. Das nehmen wir auch mal mit. Hier ist noch eine Tür. Und hier haben wir noch ein bisschen Credits. Ja, schlafen werde ich mich jetzt nicht legen. Tracker Leitfaden 05 Schaden durch. Wird dauerhaft um 5% erhöht. Haben wir das jetzt gelesen oder? Du hast ein Item, das ein Leiden heilen kann, das dich momentan plagt. Suche in der Kategorie Hilfe nach Symbolen, die zu einem Leiden im Abschnitt Status-Effekt des Status-Menüs passen. Okay, warte. Wo kann ich sehen, mein Status? Heilt Verbrennung und Erfrierungen. Ich habe eine Prellung auf jeden Fall. Heilt Infektionen. Heilt Prellungen, Platzwunden und Stichwunden. Verbände. Prellung geheilt. Okay, Notizen hatten wir aber, glaube ich. Das Schwerkraftparadigma. Hm, was war das, was wir jetzt eingesammelt haben? Das hier? Wenn wir das jetzt... Schaden durch EM-Waffen wird dauerhaft um 5% erhöht. Kann ich nicht nutzen, oder wie? Oder muss ich das im Inventar haben? Maske Fischbearbeiter nehmen wir mal mit. Dimos Rucksack, reaktives Ding. Und noch Heilpaste, nice. Was? Und Unterzieher Weltraum. Outfit Techniker Schwarz. Eon. Ah, und hier haben wir das Badezimmer. Unterzieher Weltraum. Können wir alles verkaufen. Klamotten nehme ich immer, aber wieso kann... In der Bank kann ich hier nicht vorbei. Noch mehr Unterzieher. Und eine Splittermine. Und hier, das haben wir vergessen. Toilettenpapier. Da brauchen wir nicht. Eine Rolle reicht für die komplette Football.
So, was haben wir hier? Okay, Wäscheraum. Ah, ne, das Klo. Was ist denn das? Anzug Tiefminen. Noch mehr Toilettenpapier. Papiertücher. Und Medipack. Was soll ich mir so viel Klopapier? Hier ist noch ein Spind. Unterzieher Weltraum. Okay, da drunter können wir nicht. So, aber wir wollen da rein. Sehe ich hier noch niemanden? Stromanschluss. Energiezelle erforderlich. So, das nehmen wir auch mal mit. Forschungslabor. So. Okay. Dann. Nee, das passt so nicht. Auch nicht. Vielleicht passt das hier. Ah. Und ja. So, dann könnte das hier passen mit dem hier, ja. Reaktives Messgerät. Noch ein Digi-Dietrich? Nein, das falsche mitgenommen. Und noch eine Birne. Der Computer hat keinen Strom. Nach Energiequellen suchen. Du siehst im Nebenzimmer einige Ersatz-Powerbanks, die offenbar gewöhnliche Energiezellen verwenden. Okay, raus gehen wir nicht. Wir suchen hier drinne erstmal. Ah, okay, wir müssten in den Räumen da hinten suchen. Okay, hier ist aber noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal raus. So. Vorarbeiterin Lin? Versuch ruhig, diesen Computer zu reparieren. Ich brauche eine Energiezelle, um die... Keine Ahnung, was das bringen soll. Die sind längst weg. Hier, falls du noch mehr brauchst, sieh dich einfach um. Ja, hast noch mehr Energiezellen? Bislang habe ich erst eine gefunden. Hier gibt es bestimmt noch mehr. Okay, alles in Ordnung? Keine Sorge, Dusty. In diesem Beruf muss man selbst mit dem Schlimmsten klarkommen. Okay. Können wir sie auch in unsere Crew holen? Auf Energiezellen prüfen? Du ziehst eine einzelne Energiezelle heraus. Und da drinnen gibt es auch noch einen wahrscheinlich. Und so. Notenergiezelle. Okay, da gibt's nichts. Essen. Noch ein Sandwich. Sandwich wollte ich mitnehmen, ja. Sonst gibt's hier nichts zu essen. Ich würde hier gern wirklich mal schauen, ob wir hier nicht... Beim letzten Mal. Tiefminenanzug. Rauschen lassen wir mal. So, wie sieht es da drin aus?
Medizinischer Injektor. Könnte vielleicht was bringen. Klopapier. Okay, bisher nichts. Durch die Tür gehen wir gleich. Tablettenfläschchen. Ich glaube, die bringen nichts. Persönlicher Groomer. Keine Ahnung, was das ist. Und Weltraumunterzieher. Und ein Digi-Dietrich. Nice. Keine Ahnung, was die Dinger bringen. Diese Groomer-Dinger. Ne, da wollten wir nicht hin. Da war... Ach, die Bank. Da wollten wir jetzt mal durch. Ne, kein... Da brauchen wir alles nicht. Jetzt kommt's, da brauchen wir alles doch. Da wär's. Dass wir Klopapier organisieren müssen. Ne, falsche Richtung. Wieder zurück. So, Medbench. Nach Energiezellen suchen. Viele Komponenten sind versiegelt, aber du kannst eine Energiezelle lösen. Okay, sonst gibt's hier... Ah, nein! Da ist was, was ich haben will. Okay, komm, wir gehen wieder raus. So, und weiter. Es wäre cool, wenn ich sie jetzt auch noch im Team haben könnte. Auf dem Schiff. Dann soll sie mich aber bitte nicht mehr Dusty nennen, sondern bitte gefälligst Captain. So, 1, 2, 3. Und hier. Starware, Notübertragung. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Denk doch mal mit... Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Willst du Lynn etwa sagen, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Hella. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Mhm. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet... Ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole. Rettet uns. Okay. Einträge für eintreffende Schiffe. Constellation Schiff im Anflug. Alarm unbekannte Schiff Piraten im Anflug. Alarm unbekannte Schiff Piraten im Anflug. Constellation Schiff im Anflug. Okay, also... Wieder zurück zu Lynn. Und ich hoffe, die wird jetzt Teil unserer Crew. Hey Lynn. Lynn, hier geblieben. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Ja. Ich habe eine Übertragung gefunden von Barrett. Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Hella dagegen... Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest sie, okay? Dunklin, ich wusste es. Sie liegen dir am Herzen, du Softie. Warum kommst du nicht mit? Was? Im Ernst? Ich bin nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und Barrett. Doch nach
All dem ist ein neuer Beruf vielleicht keine verkehrte Idee. Ja, komm. Falls ihr noch Platz für die Überlebende eines Außenpostens habt, können wir reden. Ja, komm, ich wusste, sie liegen dir am Herzen. Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Heller. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finden sie einfach, okay? Und ja. Hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Ja. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Ja, ja, ich möchte sie als Crewmitglied haben. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Außenpostverwaltung sogar drei. Mein Argos läuft aus. Und ein Tapetenwechsel wäre nett. Okay, du wärst die perfekte Reisebegleitung für mich. Komm doch mit. Ich melde dich, wenn ich dich brauche. Wie kannst du mir helfen? Wäre es für dich okay, für mich zu arbeiten? Bist du wirklich bereit, Argos zu verlassen? Ich frage jetzt mal das. Nach der Nummer? Definitiv. Ist nur ein Job. Kein Grund, sentimental zu werden. Wäre es für dich okay, für mich zu arbeiten? Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten, kann es nicht sein. Wie kannst du mir helfen? Wenn du mir einen Außenposten zuweist, optimiere ich in Windeseile das Produktionstempo. Aber ich kann mich auch auf andere Weise nützlich machen. Ich kann okay. mit Sprengstoff umgehen und werde mich nie über schweres Gepäck beklagen. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Erstmal hier in kann gelandeten Schiffen überall zugewiesen. So, wo haben wir sie? Nicht zugewiesen. Crew kann gelandeten ich möchte sie aktuell keine Aufträge für Vorarbeiterin Lynn. Ich möchte sie aber aufs Schiff haben. Okay, ich mach mich an die Arbeit. Wir reden später. Ja, ich wollte sie jetzt erstmal aber mit auf dem Schiff nehmen. Ah, okay, sie bewegt sich aufs Schiff zu. Ich gucke, ob sie sich wirklich auf dem Schiff aufhält dann gleich. Ist hier wieder was Neues drin? Nein, im Erste-Hilfe-Koffer ist nichts Neues. Aber sie kommt aufs Schiff. Ich glaube, allein hier auf diesem Planeten jetzt wäre das für sie nicht so schön. Und dann sehen wir sie auch, das glaube ich, das erste Mal dann... Nee, wir hatten sie schon mal ohne diesen Raumanzug gesehen. In ihrer privaten Kleidung. Okay, Privatkleidung kann man es auch nicht nennen. Ja, komm, wir gehen rein. So, und wir können uns... den auch mal wieder ausziehen. Tiefenminen lassen wir mal. So, da haben wir Lynn. Viel Glück bei der Suche nach Barrett. Halte ja. auch noch Heller Ausschau. Das machen wir auf jeden Fall. So. Und hier können wir auch erst einmal wieder unseren Stuff hier, unsere Ressourcen auch mal mit reinpacken. So. Wir sind aber immer noch überladen. Habe ich hier eigentlich irgendwas, wo ich das verarbeiten kann, was ich habe? Als Held von Vectera, nö, habe ich nicht. So, Pilotensitz. Und abheben. Verlassen wir diesen Ort. Jo, ich bin dafür.
Wir müssen aber unser Raumschiff nochmal... Wir müssen unser Raumschiff aber auch nochmal ein bisschen größer machen, auf jeden Fall. So, Margaret. Und reisen. So, Margaret. Narion-System. So. Nee, ich will 0,3 LS. LS, was heißt denn jetzt LS? Immerhin geht das aber hier fließend über, größtenteils. Was? Jo. Einmal kurz. Okay. Da müssen wir hin. Ich hoffe, es gibt hier jetzt Piraten oder so. Abgestürztes Schiff. Typ karg, Schwerkraft 0,08 G, Temperatur extrem kalt, Atmosphäre keine. Magnetosphäre, Fauna, Flora, Wasser, keins. Okay, aber da müssen wir landen. Ich finde es schade, dass wir aber so wenig Raumschlachten jetzt gerade haben im Weltraum. Auch wenn wir jetzt hier... Perfekte Landung! Dafür eine glatte 10. So, aufstehen. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt Barrett finden. Ah, du bist's. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Jo. Okay. Ein bisschen verbuggt. Aber okay, ist man auch nicht anders mit Bethesda. Ja. Gewohnt, sagen wir so. So, und wieder Raumanzug anziehen, wenn wir hier jetzt rausgehen. So, wie weit ist denn das? Extreme Umgebungskälte. Da kommt was. Sind das Piraten oder? Auf jeden Fall cool, dass man sehen kann, wie die auch hier landen. So, was haben wir hier? Neodym? Was auch immer Neodym ist. Finde Barrett und Hella. Und weg fliegt es. Da lang wollte ich. Was haben wir hier? Aluminium. Und was haben wir hier? Beryllium. Nice. Warte mal. Das können wir doch hier eigentlich abbauen. Ich wäre dafür. Ein bisschen Mining betreiben wäre doch super, oder? Hier, Beryllium nochmal. Davon haben wir auch nochmal ein bisschen was. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber wir nehmen das alles mit.
So. Eine Ressource fehlt uns hier noch. Helium fehlt uns noch. Keine Ahnung, wo wir Helium finden werden. Okay, die sind hier abgestürzt. Ort entdeckt, abgestürztes Schiff. Hella? Da ist er. Hella. Oh, hey, du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Mhm. Halt still, ich werde dich verarzten. Nee, nee. Ist schon in Ordnung. Ich sollte mich nur nicht zu viel bewegen. Bei all den Schmerzmitteln und Medis gegen Übelkeit. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so. Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Das erklärt nicht den. Vertrau mir, sag ich immer, wenn man mir nicht trauen sollte. Ja, so langsam kapiere ich das. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt, aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und er hat jemanden erschossen, den er nicht hätte erschießen dürfen. Und er hat auf etwas geschossen, auf das er nicht hätte schießen dürfen. Ah, komm, machen wir das. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Aber Barrett ist nicht hier. Ich muss ihn finden. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Ja. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu, dann waren sie weg. Die Crimson Fleet hat ihn, schon wieder. In der Kürze liegt die Würze, die Piraten haben Barrett. Sie haben ihn, warum? Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber... ja, schätze schon. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Warte noch, ich hol dich später ab. Solltest du nicht zurück zu Argos? Argos wird die ganze Sache abschreiben. Außerdem bin ich bei dir sicherer. Hoffentlich. Dann glaube ich nicht, aber bringen wir dich auf die Füße. Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte... ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Ähm.
Hör dir optional rekrutiere Hella als Crewmitglied. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Ja, komm mit. Hast du irgendwelche Fähigkeiten, die zu meiner Crew passen würden? Aber sicher. Ich kenne mich mit entlegenen Außenposten so gut aus, dass ich ihre Materialproduktion optimieren kann. Und falls du einen Mining-Experten brauchst, bin ich dein Mann. Bist du wirklich in der Verfassung, um zu reisen? Keine Sorge, ich bin hart im Nehmen. Die Schmerzmittel wirken. Nach einem kleinen Schläfchen bin ich wieder in Schuss. Ja, okay, komm mit. Ah, da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Nee, was steht heute nee. Auf dem Plan? Ihn kann ich jetzt auch nicht zuweisen, aber okay, der soll... Sarah Morgan ist sogar Astrodynamik auf 4. Die ist bisher die beste, die ich habe, aber okay. Ich kann ihn jetzt nicht zuweisen, genauso wie Lynn. Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Jo, Hauptsache erstmal alle aufs Schiff. So, gibt's hier noch was zu looten? So, leere Chunks-Packung, Räucherlachsfilet. Ui, da waren einige Ruckler. Findet er den Weg überhaupt? Finde ich den Weg überhaupt? Warte, wir haben ja jetzt so ein Ding bekommen. Unter Notizen wahrscheinlich. Wo sind sie denn? Da. So, hier Notübertragung 2. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey, seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey, Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Okay. Wissen wir jetzt wohin? Reise nach Bessel 3. Hella, bisschen schneller würde ich sagen. Bessel 3. Ist das noch... Ist das auf diesem Planeten? Wenn ich hier jetzt mal auf die Sternkarte gehe und dann so ein bisschen rauszoome oder hier rauszoome, wo sollen Bessel 3 sein? Da hinten. Bessel, Piazza, markiere ich mir mal. Kurs festlegen. Okay, wo ist unser Schiff? Da. Und dann schauen wir mal, ob dann auch Hella mit von der Partie ist, dann auf unserem Schiff. Schade, dass ich die jetzt nicht wirklich fest als Crewmitglieder unserer Schiffe einstellen kann. Oder liegt es daran, dass wir zu wenig Personal haben? Nicht Personal, sondern Schlafplätze, meinte ich. So, das nehmen wir alles mit auf jeden Fall. So, und hier nochmal. Aber ich glaube, es wird auch wirklich langsam Zeit, dass wir uns vielleicht erste Außenposten irgendwo bauen. Damit wir immer an Ressourcen kommen.
Da hinten sehe ich zwar noch was, aber wir gehen direkt zum Richtung Schiff. So. Und wir einstecken. Aber erstmal Barrett retten. Alles andere kümmern wir uns später. Und dann Barrett vielleicht sogar auch als nächstes Crewmitglied. Die Gesichter ändern sich, aber Bösewicht bleibt Bösewicht. Okay. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr zurück. Okay, Schiff wird immer voller. Ich finde das cool. Ich feiere das gerade, wirklich. Da hey, haben wir Hella. Hey, ihr meint da draußen ohne mich. Ich werde... Warte mal, erstmal auch wieder weg damit. Deiner Nähe immer noch nervös. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde. Davon weiß ich nichts. So, und dann unsere Ressourcen. Wieder hier reintun. Genau, hier, Ressourcen. Und hinsetzen. Fluglaufbahn berechnet. Springen. Was sagst du? Die Wetlands und mein liebster Schatz. So fliege ich durch das unendliche tiefe Schwarz. Mein Schiff ist verschlissen, ich bin ganz allein. Doch mein guter alter Antrieb bringt mich sicher heim. Auf, auf, flieg durch die Leere. Auf, auf, flieg durch das All. Auf, auf, bring mich heim zu meinem Liebling, viel schneller noch als der Schall. Okay, schade, dass er jetzt aufgehört hat zu singen. Boah, ich lieb das irgendwie ein bisschen. So, Bessel markiere ich mir. Und was heißt jetzt AU? Mission. Grabsprung bereit. So, machen wir hier. Alles rein und los. Sprung abgeschlossen. Antrieb wieder normal. So, und Antrieb wieder. Bessel 3. Da wären wir. 40 Erfahrungspunkte nochmal. Zur Karte. So, geplünderter Forschungsposten. Rettet Barrett. Dann landen wir da mal. Aber ich finde es doof, dass wir, wenn wir irgendwo landen, direkt draußen dann sind. Anstatt, dass wir noch im Cockpit sitzen. Beginne Landezyklus. So, aufstehen. Ich hoffe, die pechschwarze See behandelt dich gut. Oh. Was ist denn jetzt gerade los? So, und hier sind sie alle. Brauchst du was? Nö, ich will einfach hier... Ah nein! Das Falsche gedrückt. Ach, guck, wen haben wir denn da? Ich war doch die ganze Zeit da, ja. Ich hab doch geflogen. Hat man dir schon mal gesagt, dass niemand mehr entdeckt hat als du? Wenn nicht, sollte man das nachholen.
Alter, der geht mir so auf den Sack gerade. Was ein Arschkriecher. So, wir wollen dahin. Planetzustand, Umgebungskälte, extreme Umgebungskälte. Und extreme solare Strahlung. Alle Stufe 10. Haben Sie mich schon gesehen? Ja. Die haben mich anscheinend schon gesehen. Ja, die haben mich gesehen. Nein! Okay, wo sind sie? Hier fangen wir an. Da oben fangen wir an. Ah, wir müssen gleich irgendwo... Alter! Was? Stufe 16. Und nochmal das hier. So. Willst du noch mehr? Ist hier neben mir noch einer? Ich gehe mal schnell nach... hier keine gute Idee. Ich hoffe, du gleich. Alter, was? Komm, schnell. Ja, wir haben sie. Ich hoffe, ich kann mich jetzt hier eben kurz verstecken, bis, so, 24 habe ich noch von den Dingern. Okay. Und wir wechseln wieder hier drauf. So, da müssten jetzt gleich einige hochkommen. Weltraumexperte modifiziert. Nehmen wir mal alles mit. Da. Komm. Ja, komm, stirb. Okay, das ist nice. Da sind noch welche. Geschütz. Oha. Treffe den Geschützturm aber nicht. Kann ich nicht abwarten? Die... Da ist direkt mein Schiff und die haben das... Ich sehe da ein bisschen was. Der brennt. Kriegt ab. Die treffen mich aber kaum. Mir fehlt das Wärts hier. So, und wir machen jetzt mal die Geschütztürme kaputt, alle. Wie kommen aber hier hoch? So. Da ist der nächste, genau. Komm. Medipack, Rettungsaxt. Hier muss jetzt gleich der nächste hochkommen. So, da ist der.
Komm, kaputt. Wenn die Leute hier auch mal ein bisschen hochkommen würden, zu mir. So, nächstes kaputt. So, einmal heilen. Gibt es da noch einen Geschützturm, den ich nicht sehe? Ah, ich muss jetzt zu denen rüberlaufen, ne? Dann nehme ich alles mit. Obwohl, warte. Oben gab es bestimmt auch noch ein bisschen was zum Looten. So, wie hier. Und den da auch, ja. Oh, nice. Und LMTH US Navy Entermesser. Ich nehme alles mit. Wir sind zwar überladen, aber... Okay, es sind noch ein paar Leute da. Ah, hier. So, kann ich mich hier verstecken? Ohne getroffen zu werden? Ah, ich werde doch getroffen, aber nochmal aufladen. Es sind noch drei Gegner hier, da oben. Alter, was? Ich muss hier einmal kurz regenerieren. Sauerstoff und, ja. Und dann gehen wir gleich wie sofort wieder hoch. Was? Plötzlich weg? Kommt drauf an, wo die jetzt suchen gehen. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht direkt. So. Nice. Noch ein Maelstrom. So, was haben wir hier? Da oben ist der nächste. Genau. Ui. Keine gute Idee hier. Mach mal ein paar Meter zurück. Da ist er. Level 10. So, komm. Welches Level haben wir jetzt nochmal? Was? Level 2 Pirat? Ja, komm, spring. Okay, so komme ich da nicht hoch. Ah, da ist er. So, nochmal den hier. Komm. Der lebt noch, okay. So, das war's jetzt mit denen allen. Gut, in dem Tempo können wir ganz normal dahin laufen. So. Da müssen wir hin, aber wir gehen da einmal nach oben und da einmal kurz rein. Beziehungsweise wir können auch zuerst hier rein und dann gucken. Was ist denn das? Ein Bohrgerät. Molekülsieb? Was? Munitionskoffer? Wo? Da! Ein Tablet. Papiertücher, Feuerlöscher. Ein Ordner. Und Essen. Hier, da.
Okay, hier gibt es nicht mehr drin. Da oben bestimmt. Von dem einen, den wir jetzt gerade gekillt hatten. Und was ist das? Außenpostenschlüssel nehmen wir mit. So. Ne, das wollte ich mitnehmen, hallo. Ja. Ein Hocker will ich mich jetzt nicht hinsetzen. Das nehmen wir mit. Wassermelone. Oh, Wassermelone, hätte ich jetzt voll Bock drauf. Anzug Space Tucker und Schwerelosdraht. Nice. Anzugwerkbank. Ja, gucken wir mal, was wir machen können. So, Anzug Constellation. Keine Mod. Okay, Skin. Standard Skin. Können da nicht viel machen. Okay. Schade. Das ist wirklich schade. So, hier nochmal Muni. Computer entsperren, Lehrling. Na, lassen wir mal. Autsch. Keine gute Idee. So. Wo sind die Übeltäter? Und wo ist Barrett? Tja, im Universum ist nichts garantiert. Weiß man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ. Der miese Matsuda? Was Barrett ist das Verrückteste, was du und Matsuras Bodyguard. Nur die Wahrheit, bitte. Und hier noch mehr? Mal überlegen. Ein. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Horn. Ach was. Saß König Arthus im Sattel? Okay, es war eher ein extremophiles Wesen, das aussah wie ein Pferd. Da draußen sollte man eben mit allem rechnen. In den Weiten des Alls sollte man mit allem rechnen. Sonst schmilzt einem das Hirn. Noch ein Matsuras Bodyguard. Der miese Matsura. Drei Gegner. Ich mache hier einmal schnell speichern. Und gehe da mal hin. Vielleicht kommt ein Dialog oder so. Him, ihr habt mich gefunden. Hey, das entwickelt sich ja zu einer richtigen Party. Ich hätte was zu trinken mitbringen sollen. Ich bringe ihn nach Hause, Bro. So ist es, frag nicht, warum. Du verstehst dich mit dem Hä? Matsura und ich haben so einiges gemeinsam. Wir sind beide Fluchtkünstler. Sistef hat mich schon oft gefangen genommen. Genau das meine ich. Relativität. Jedes Wesen im Universum ist auf der Flucht vor etwas. Hm, ich bring dich nach Hause, Barrett. Eigentlich ist es hier ganz nett. Der miese Matsura ist ein guter Gastgeber. Warum sollten die letzten Momente keine angenehmen sein? Das mag ich an dir, Matsura. Du bist ein echter Alleskönner. War schön mit dir, Barrett. Aber ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ist die Constellation bereit, für die Freiheit dieses Mannes zu zahlen? Hat Barrett nicht genug gelitten? Lass ihn einfach gehen. 4000 Credits zahlen. Angreifen für Piraten gibt es nur eine Lösung. Ich versuche ihn mal zu überzeugen. Soll ich hinterher etwa mit leeren Händen dastehen? Mit Barrett verstehst du dich offensichtlich gut. Ihr seid Freunde. Also wenn du dich blamieren willst, dann von mir aus. Barrett macht eindeutig mehr Ärger, als er wert ist. Die toten Piraten sind das beste Beispiel. Ich mache erstmal das hier. Er ist definitiv unterhaltsamer als die anderen Geiseln. Wir wollen beide nicht das Schlimmste riskieren. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Barrett macht eindeutig mehr Ärger als er wert. Das sind dieselben. Du wirkst vernünftig, richte nicht noch mehr Schaden an. Lass Barrett direkt gehen. Ich mach den hier. Ich versuche vernünftig zu sein. Mhm. Ui. Du wirkst vernünftig. Ich versuche mal den hier. Leider kommt das nicht in Frage. Ja, du hast doch selber gesagt. Das reicht.
Ich muss auf das Lösegeld bestehen. Ich will ihm das Geld nicht geben. Halt, halt, halt. Wir teilen uns alle dasselbe Universum. Niemand muss sterben. Naja, niemand sonst. Hör auf deinen Kumpel. Ich will keinen Stress. Nee, das Lösegeld will ich dem nicht geben. Zieh deine Waffe oder nicht, mir egal. Wie du willst. Komm. Feuer frei! Den haben wir schon mal. Okay. Das heilt schon wieder. Den haben wir. Mein Kopf. Hier sind noch zwei. Okay, da. Ach, da, die fliehen nach da oben. So, komm. So. Komm. So. Ich nehme alles mit, was der hat. Nice, Milch nehmen wir mit. So, Barrett. Am besten, du kommst gleich mit. Matsuras Bodyguard. So, der miese Matsura. 1844 Credits. Okay, Mochi? So, hier nehmen wir mit. Eine Orange. Was haben wir hier? Positronenbatterie nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, wofür man das braucht. Und ein abgebissener Sandwich. Eine Platine. Comstation. Waren hier nicht ein paar mehr, die rumlagen? 1, 2, 3, 4. Hier lag doch noch einer, ein fünfter. Das waren 4 Bodyguards. Ach, der ist noch oben wahrscheinlich, ja? Dann gehen wir mal hoch. Da ist er. So, und hier nochmal Credits. Wo ist Barrett hin? Ist er noch hier? Barrett ist wahrscheinlich schon losgelaufen. Oh, Waffenkoffer. Ja, nehmen wir mit. Und das auch. Helmständer. Space Tucker. Ach, hier ist er. Tja, es macht schon Sinn, dass du meinen Entführer kalt gemacht hast, der sicher viele Leute auf dem Gewissen hatte. Aber... Wer war dieser Pirat? Diese Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Bin vor einer Ewigkeit mal mit seinem Mentor aneinander geraten. Der war auch so seltsam zuvorkommend. Das war alles nur ein großer Spaß für dich? Hey, vergiss nicht, dass ich gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ein bisschen Scham kann einem das Leben retten. Wusstest du, dass ich bei der Constellation landete? Ich war mir bei dir nicht sicher. Aber hey, manchmal lohnt sich das Risiko. Darf ich dich was Persönliches fragen? Muss ich nervös sein? Nur zu. Also, was dein Artefakt angeht? Ich denke viel darüber nach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wunderbare und beängstigende. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ein Mensch. Und ich weiß, das Artefakt kann mein Leben verändern. Oder beenden. Wo hast du dein Artefakt gefunden? Auf Bindi. Nein, halt. Auf Khazar. Ich spüre Lins tadelnden Blick in meinem Rücken. Ja, sie steht aber nicht wirklich hinter mir, oder? Jedenfalls ist meine Geschichte wohl ähnlich wie deine. Wir haben gegraben, hatten komische Werte
und sind denen zu einem Artefakt gefolgt. Hm? Was glaubst du, was die Vision bedeutet? Sie müssen etwas bedeuten, weil sie nicht jeder sieht, der die Artefakte anfasst. Mein erster Instinkt war, dass es eine Art Botschaft ist, wie die Voyager Records. Eine Nachricht einer höheren Lebensform, blind ins All geschickt. Aber jetzt frage ich mich, ob die Vision nicht nur sensorisch war. Mhm. Ob sie physiologisch etwas in uns verändert hat. Also nicht nur eine Nachricht, sondern eine Lieferung. Mhm. Was hast du gesehen, als du es berührt hast? Als ich es angefasst habe, hatte ich keine Ahnung, was es ist. Ich wusste nur, es ist spektakulär. Ich hatte eine Vision. Blitze. Das ganze Programm. Ich habe noch einige persönliche Fragen, wenn du nichts dagegen hast. Nee, lassen wir mal. Er folgt uns, oder? Ja, er folgt uns. Ich habe so das Gefühl, da kommen gleich noch ein paar neue dazu. Dann haben wir ihn jetzt auch erstmal auf dem Schiff. So, jetzt ist es erstmal auch wieder kalt. Wo ist unser Schiff überhaupt? So, einmal heil. Wo ist Barrett? Boah, ich finde das cool, dass wir hier auch rückwärts laufen können. Wahrscheinlich ist er schon da auf dem Schiff. So. Ja, ich muss erstmal ein bisschen langsam laufen. Wegen der Ausdauer. Und dann hoffentlich kommen wir wieder nach New Atlantis als nächstes. Und können dann ein paar Sachen verkaufen. So, warte mal. Dann Anzug wieder aus. Lass mich raten, sind alle oben. Kann ich vielleicht irgendwo beim Meinen helfen? Gerade nicht. So, Sarah. In meinem Außenposten wäre ich besser eingesetzt. Ah, hier ist Barrett. Ja? Ja, ich habe momentan noch keine Außenposten. Weißt du, ich liebe Cydonia echt. Geht nur leider sonst niemandem so. Also, zurück zur Loge? Ja, zurück zur Loge, würde ich auch sagen. Machen wir uns dann langsam auf den Weg. Aber warum chillen die alle bei mir oben, außer er? Oh Gott, ich trete buchstäblich in deine Fußstapfen. Wie cool ist das denn? Da glaube ich, dass du das cool findest. So, jetzt haben wir aber wieder... was haben wir bei ihm? Kleidung, Ressourcen, sonstiges. So, wir brauchen aber Ressourcen, die wir da reinpacken. Was hatten wir aber jetzt hier unter sonstiges? Feuerlöscher, das will ich da hier nicht haben. So, Pilotensitz. Und abheben. Und wir heben ab! Zielpunkt erreicht. Orbit stabil. Und kommen hier jetzt noch ein paar Piraten? Ich markiere das da schon mal. Alpha Centauri. So. Und hier alles nochmal rein.
Ja, komm, auch Laser. Hier nochmal. Und so. Komm. Ja. Jo, dankeschön. So, zur Karte. Und nicht die Loge, Wohndistrikt. Messdistrikt, Geschäftsdistrikt, Wohndistrikt. Wo ist... Ich glaube hier, New Atlantis, in Viewpoint. Da müssen wir landen. Landen wir da. Finde ich super, dass wir jetzt erstmal hier landen. Der Isolationsskill erhöht den Waffenschaden und die Panzerung, wenn du weder Crew noch Begleiter hast. Okay, ist gut zu wissen. Wir sind immer noch Level 7. Wir müssen wieder irgendwie schauen, dass wir Skillpunkte bekommen. Aber wir haben hier jetzt noch ein paar Quests offen, hier in New Atlantis. Das könnten wir auch mal schauen, dass wir das noch mal ein bisschen vergrößern. Wenn wir uns das Ding mal angucken. Ich glaube, da gäbe es... Okay, bis 60 Meter könnten wir das Ding haben. Und ich könnte hier dann jetzt noch mal was verkaufen. Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Wir können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Ja, okay, komm. So, verkaufen unter Waffen. Die Ehren. Den hier. So. United Connolly Cutlass. Brauchen wir nicht. So. Munition, behalten wir alles. Anzüge, das kann weg, das kann weg. Die beiden. Oh, hat nicht genug Geld. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen in der nächsten Folge zu, dass wir den Rest hier mal verkaufen. Irgendwo, irgendwie. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.